Nicole Seibert, geboren am 25. Oktober 1964 als Nicole Holoch in Saarbrücken, ist eine deutsche Schlagersängerin mit einem Leben voller Tragödien und Höhen und Tiefen. Schon in jungen Jahren zeigte sie bemerkenswertes musikalisches Talent und im Alter von 17 Jahren gewann Nicole mit dem Lied »Ein bisschen Frieden« den Eurovision Song Contest und bescherte damit Deutschland den ersten Sieg bei diesem Wettbewerb. Dies ist einer der größten Erfolge ihrer Karriere und eröffnet ihr einen vielversprechenden künstlerischen Weg. Auch in den folgenden Jahren konnte sich Nicole mit weiteren Erfolgen einen Namen machen, etwa mit dem Gewinn der Goldenen Schlagerband 1991 und dem Echo Pop 1992 in der Kategorie erfolgreichster deutscher Sänger, Hit. Allerdings mangelt es Nicoles Leben und Karriere nicht an Herausforderungen. Sie erlebte eine vorübergehende Ruhephase und hatte Schwierigkeiten, ihre Position in der Musikindustrie zu behaupten. Das Jahr 2008 markierte Nicoles starke Rückkehr, als sie das Album »Mitten ins Herz« veröffentlichte und im Winter 2008/2009 eine Tournee veranstaltete, um dieses Album vorzustellen. Bei ihren Auftritten musizierte Nicole unplugged, stellte ihre vielfältigen Fähigkeiten auf Akkordeon und Cajon unter Beweis und sorgte für beeindruckende Darbietungen. Außerdem wechselte sie von Jupiter Records zu Ariola unter dem Dach von Sony Music Entertainment und dann 2013 zu Telamo, um ihre Karriere weiterzuentwickeln. Anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums veröffentlichte Nicole am 29. Oktober 2010 eine Doppel-CD und DVD mit dem Titel 30 Jahre Körper und Seele und markierte damit eine lange Reise voller Höhen und Tiefen. 2019 erschien das Album, 50 is the new 25, mit den Texten von 8 Liedern aus der Feder ihres engen Freundes Heinz Rudolf Kunze, wobei Jens Carstens die Musik für 7 dieser Lieder komponierte. Auch Nicoles Privatleben ist voller Liebe, Ehe und Familienleben. Sie ist mit Nicole Seibert verheiratet, hat eine glückliche Familie aufgebaut und weiß immer, wie man Beruf und Familie unter einen Hut bringt. Nicole ist ein Symbol für Ausdauer und Talent in der deutschen Musikindustrie, die stets versucht, alle Schwierigkeiten zu überwinden und weiterhin in der Musikszene zu glänzen. Nicole Seibert ist nicht nur für ihr musikalisches Talent bekannt, sondern auch ein Symbol für Belastbarkeit und Leidenschaft. Ihr Leben hat viele Höhen und Tiefen, von den Höhepunkten des Erfolgs bis hin zu Schwierigkeiten, die nicht leicht zu überwinden sind. Zu den Freuden von Nicoles Karriere zählen prestigeträchtige Auszeichnungen und öffentliche Anerkennung. Sie musste sich jedoch auch mit Traurigkeit und ruhigen Momenten auseinandersetzen, in denen ihre Karriere Anzeichen einer Verlangsamung zeigte. Eine der großen Herausforderungen in Nicoles Leben besteht darin, die Popularität und Liebe der Öffentlichkeit über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Veränderungen in der Musikindustrie und harter Wettbewerb haben sie oft in schwierige Situationen gebracht. Nicole weiß sich jedoch immer wieder neu zu erfinden und ist stets bestrebt, das Publikum weiterhin zu erobern. Nicoles Erfolge beschränken sich nicht nur auf den Gewinn von Auszeichnungen, sondern auch auf die Fähigkeit, eine lange und stabile Karriere aufrechtzuerhalten. Das Album »Mitten ins Herz« und die darauffolgenden Tourneen zeigten, dass sie immer weiß, wie sie innovativ sein und ihre Form bewahren kann. Der Wechsel des Plattenlabels von Jupiter Records zu Ariola und dann zu Telamo sind ebenfalls wichtige strategische Schritte, um Nicole dabei zu helfen, ihre Karriere weiterzuentwickeln. Was ihr Privatleben betrifft, so haben Nicoles Liebe und ihre Ehe als Nicole Seibert ihr ein glückliches Familienleben beschert. Sie weiß immer, wie man Beruf und Familie unter einen Hut bringt und so ein solides Zuhause schafft.
Auch in ihrem Eheleben gab es viele Herausforderungen, aber mit der Unterstützung und Liebe ihrer Familie meisterte Nicole sie alle. Nicoles Ziel war es immer, dem Publikum durch Musik Freude und Inspiration zu bereiten. Sie lernt ständig weiter und perfektioniert sich, so dass jedes Musikprodukt dem Publikum gute Werte bringt. Trotz Misserfolgen und Schwierigkeiten hat Nicole stets den eingeschlagenen Weg beschritten und ist zu einem leuchtenden Beispiel für Beharrlichkeit und Leidenschaft in der deutschen Musikbranche geworden. Nicole Seibert ist der Beweis dafür, dass man mit Leidenschaft, Geduld und ständigem Einsatz alle Schwierigkeiten überwinden und große Erfolge im Leben erzielen kann. Ihr Leben war trotz vieler Tragödien und Herausforderungen immer brillant und voller wertvoller Beiträge zur deutschen Musik. Nicole Seibert, geborene Nicole Holoch, ist nicht nur Sängerin, sondern auch ein Symbol für Geduld und Innovation. Nach jeder schwierigen Zeit findet sie immer die Motivation, gestärkt zurückzukommen. Das beweisen ihr Comeback 2008 mit dem Album Mitten ins Herz und kreative Unplugged-Auftritte deutlich. Nicoles Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte ständiger Veränderungen im Stil und in der Herangehensweise an die Musik, was ihr geholfen hat, die Liebe ihres Publikums aufrechtzuerhalten. Wo drohen Gefahren? Die Zahlen, die neuen Zahlen berichten es deutlich. Ich gehe zurück ins Jahr 1990. Damals hatten wir auf 100 Schüler, die wechseln wollten von der Grundschule in eine weiterführende Schule, bei denen, die dann Richtung Gymnasium gingen, 50-50. Und heute ist das so 43 zu 57. Oder wir hatten damals gleich viel männliche und weibliche Abiturienten. Und jetzt sind wir bei 45 Männern und 55 Frauen, was in Zahlen bedeutet, dass wir pro Jahrgang 28.000 mehr Frauen als Männer haben, die das Abitur schaffen. Oder ich nehme die gute alte Zeit, in Anführungszeichen gut, für solche, die Dominanz der Männer lieben. 1990 von 100 Studienabsolventen 64 Männer, 36 Frauen, aber ab da geht's bergab mit den Männern. Wir sind jetzt bei 49, 48 bis 49 und 51 bis 52 Frauen. Beim Sitzenbleiben hatten wir früher 53, 52, 53 Jungen und etwa 48, 47 Mädchen. Und bei der letzten Messung in Niedersachsen waren es insgesamt 58 zu 42 zu Lasten der Jungen, aber beim Gymnasium 64 zu 36. Dasselbe zeigt sich zufällig auch in Berlin, als wir nachgefragt haben, nicht beim Sitzenbleiben, sondern wie viel sind denn 2013 durchs Abitur gefallen? Von 100, denen das passiert ist, 5% geschah das. Von 100, denen das widerfahren ist, waren 64 Männer und 36 Frauen. Das Erschreckendste an der neueren Entwicklung ist, was sich im Hinblick auf Sie beobachten lässt, die Studenten an deutschen Universitäten, an Fachhochschulen. Da registriert das Statistische Bundesamt jährlich, wie viel eigentlich eine Prüfung versiebt haben, gescheitert sind. Das war 2005 noch ein Verhältnis von 58 Männern zu 42 Frauen und war 2012 bei 69 Männern zu 31 Frauen. Deutlicher kann man die Krise der Männer gar nicht aufzeigen oder auch der männlichen Jugendlichen oder der Kinder, denn in allen Bereichen zeigt sich das, dass es bei den Studenten jetzt am allerdeutlichsten ist, bedarf einer genaueren Analyse.